Meine Damen und Herren, vielen Dank. Oh. Sehr aufmerksam. Dankeschön. Meine Damen und Herren, sehr freundlich, vielen Dank. Und Sie haben es vielleicht am Wochenende verfolgt. Es gibt eine neue spannende Diskussion. Soll man die Zahl der Bundesländer verringern? Sie haben es mitbekommen, oder? Kurti Powerbeck ist gleich wieder drauf eingestiegen, hat gesagt, er will das Saarland haben oder man will mit dem Saarland zusammengehen. Ja, und ich finde, es gäbe eigentlich nur zwei Bundesländer, die überhaupt sinnvoll wären. Das ist Aldi Nord und Aldi Süd. Große Kreise in der SPD wären sehr froh, wenn bereits aufgelöst wären Hessen und Niedersachsen. Helmut Zerlett and the Warriors! Mein Gast heute Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, trägt in ganz entscheidendem Maße dazu bei, dass Sat.1 erfolgreich wie nie zuvor in seiner Geschichte dasteht, zusammen mit ihrem Team. Sie ist die Hauptdarstellerin und hat noch einen Partner, Christoph Orth. Und Sie haben natürlich noch viele Kollegen, die mitspielen, aber die beiden sind die Hauptdarsteller. Telestar, beste deutsche Fernsehserie, gestern wieder mit Rekordzuschauerquote die neue Staffel gestartet. Aus der Serie Edel und Stark heute Abend bei uns Rebecca Emanuel. Dankeschön. Ich habe mich gerade hier gekratzt am Bein, das hat man nicht gesehen. Sie zu Hause konnten das nicht sehen, meine Damen und Herren. Nein, weil die Regie natürlich freundlicherweise auf mir geblieben ist, um mich zu zeigen. Ja, es ist sehr gefährlich. Ich habe gelesen, Fidel Castro hat sich kürzlich am Bein gekratzt und dadurch eine Infektion zugezogen. Echt? Ja, musste zwei Tage das Bett hüten. Warum hast du dich gekratzt? Bitte? Warum hast du dich Übersprungshandlung. Es gibt keinen Grund, sich zu kratzen. Was? Ja, Krätze, Jucken, trockene Haut. Weder habe ich Krätze noch habe ich Jucken. Auch keine trockene Haut. Man cremt sich ja ein heutzutage. Nach diesem Duschwand. Du cremst dich nicht ein. Nein. Du cremst dich nicht ein. Ja, wieso soll ich mich denn eincremen? Um deine Haut einzufetten. Ja, aber nee. Wieso? Cremst du dich ein? Selbstverständlich. Du, Helmut cremt sich auch ein. Normal. Du cremst dich nicht ein? Ja, jahrtausende lang ist die Menschheit ohne, und gerade die männliche, ohne Eincremen ausgekommen. Nimm doch den Finger aus dem Ohr. Ja, jahrtausende lang ist die männliche Menschheit ohne Eincremen auszukommen. So auch ohne Strom, ohne Autos. Man hat sich früher auch nicht Waren die Zeiten, als die Menschen noch 21 im Schnitt wurden. Du cremst dich überhaupt nicht ein? Nein, auch nicht am Strand? Ja, also Sonnenschutzfaktor. Das und jetzt, also wenn es extrem kalt war, da creme ich mich auch ein, weil sonst kriege ich echt trockene Haut. Du bist ein richtiges Weichei. Wenn es extrem kalt ist, cremst du dich nur ein? Ja. Womit dann? Mit so altem Melkfett oder mit irgendeiner Lotion oder sowas? Nee, halt, was so rumsteht. Ja. Was steht denn bei dir Womit cremst du dich ein, ohne Markenprodukte zu nennen? Ich nehme ganz einfache Bepanthol-Creme. Was, wie heißt die Creme? Bepanthol. Bepanthol, das ich ist die Babycreme. Ich habe für 200 Mark Zeugs gekauft. Wobei dieses Eingecreme bei Babys, wenn ich das mal als verantwortungsbewusster Vater sagen darf, dieses Eingecreme bei Babys ist vollkommener Schwachsinn. Ja. Ja? Die meisten Babys kriegen diese Pilze im Schritt, weil sie zu fett eingecremt sind. Ja, weil das ja gar nicht mehr richtig an die Luft kommen kann, weil ja die ganze Fettscheiße. So sieht es aus. Vor allem Einkindfamilienkinder sind zu stark eingecremt. Bei mehreren Kindern ist es jetzt so, dass man, sag mal, ab dem dritten Kind das Kind gar nicht mehr beachtet. Nee. Ja. Normal. Oder? Ja? Das tut den Kindern meistens gut. Das tut den Kindern sehr gut. Ja, beim ersten Kind wird die Po-Falte während des Mittagsschlafes mit dem Laserstrahl nachgemessen, ob die Tiefe richtig ist. Es werden täglich bis zu 4 Spezialisten aufgesucht. Und das dritte Kind läuft so mit. Klar. Ja, man weiß noch nicht, wo es sprechen lernt oder wo es überhaupt zu essen herkriegt und so weiter. Es ist einfach, und das sind dann sozusagen die Erfolgstypen.
die später Kanzler werden oder DFB-Präsident oder weiß ich was, die sich durchsetzen. So, und dieses zu viel Eingecreme, das fördert Pilze. Wie heißt dieser Pilz? Der hat so einen speziellen Namen. Dieser Babypilz. Ja, ist klar. Ja, genau wie mit diesem ganzen Windel-Heckmeck. Ja, aber Windeln sollte man schon benutzen. Natürlich sollte man Windeln benutzen, aber welche? Aber das ist nicht das Thema. Nein. Das ist nicht das Thema. Obwohl, es könnte vielleicht doch ein Thema werden, denn Babypflege im Kriegszeitalter. Ja, meine Damen und Herren, wir stehen doch kurz vor einem Krieg, das muss man doch mal sagen. Tun wir das oder nicht? Ja, wie es aussieht, wahrscheinlich schon. Ja. Außer wir Deutschen können ihn wieder mal verhindern, wie schon so oft in der Geschichte. Ja. Wären wir damals nicht überfallen worden, ja? Von den Nazis. Das deutsche Volk saß doch zu Hause und sagte, ach, wie friedliebend sind wir doch seit all die Jahre, ach, wenn es uns doch nur gruselte. Genau. Ja? Da kam das Rumpelstilzchen um die Ecke und sagte, könnt ihr haben. So war das damals, historisch. Ja? Einwandfrei, so war das. Und jetzt ist es so, dass wir im Weltsicherheitsrat mit Nein stimmen werden. Das steht eigentlich relativ. Steht das fest oder gehe ich da zu weit vor? Nee, also es sieht alles danach aus, ja. Ja, es sieht alles danach aus. Aber es ist nicht sicher. Die Inspektoren finden ja zum Beispiel immer vor. Mein Eindruck ist, immer vor Ablauf einer wichtigen Frist finden die Inspektoren wieder unter einer Couch in Bagdad eine Atombombe. Die Pläne dafür. Ja, die Pläne. Aber das ist ja ein Plan, ist ja so gut. Wie? Ja, genau. Da brauchst du, wenn du einen Plan hast, brauchst du nur zusammenschrauben, rums. Ja? Und wie, das finde ich so gut, dass diese Inspektoren wirklich so eifrig suchen, dass sie immer kurz bevor ein Ultimatum abläuft, finden sie wieder was ganz Schlimmes. Ist doch irre, oder? Ja, ich finde. Man sucht und sucht und kurz bevor ein Ultimatum. Wie ist das in Zufälle oder wahrscheinlich das Ergebnis von sehr präziser Suche? Ja, genau. Ja, so. Wir haben uns gesagt. Sag mal so, dass ich nicht missverstanden werde. Ich will nicht sagen, Krieg an sich ist nichts Schlechtes. Also Krieg ist die Hölle. Krieg ist grässlich. Krieg muss unter allen Umständen vermieden werden. Aber diese Gefühle sind ja da. Verstehen Sie? Diese, ja, ich sag mal so. Nehmen wir an, Sie sind ein Pazifist und wohnen irgendwo in der Eifel. Ja? Haben einen Carport. Und ein Gast aus einem EU-Beitrittskandidatenland parkt Sie zu. Das muss ja irgendwo hin. Ja. Dieses Gefühl, was dann entsteht, ja, dieses Gefühl, ihn einfach wegbomben zu wollen. Nicht aus Hass oder Aggression, sondern weil er ihnen einfach die Einfahrt zupackt. Ja? Das muss sich ja irgendwo kanalisieren. Deswegen schauen wir Western an, deswegen schauen wir Krimis an. Das ist menschlich. Das ist menschlich. So, und wir haben einen schönen, guten, alten, traditionellen Vorschlag. Das schöne, gute, alte Schiffe versenken. Ja? Warum soll man das nicht gerade jetzt in finsteren Zeiten spielen? Und da kann man mal sehen, schauen wir hier unsere Kollegen von der Technik. Was ist das denn? Ja, das sind die Sicherheitsvorkehrungen, dass wir auch nicht schummeln. Ach so, ich dachte, ich werde geröntgt. Normalerweise setzt man sich hinter so eine Bleiplatte oder was. Das ist, damit ich den die große Wand hier nicht sehen kann. Ja, genau. Toll. Ist ja unglaublich. Ja, wir sind ja wohl ehrlich, oder? Nee, wir sind ehrlich, weil sonst macht es ja keinen Spaß. Eben. Ja. So, früher in der guten alten Zeit, ja, als es nur einen Fernsehsender gab, da hat man das auf dem Tisch gespielt mit Papier und hat die Kästchen selber eingezogen. Jetzt hat unsere großartige Requisite das hier gebaut. Schaut ihr das an. Fantastisch, oder? So, das hier sind die Schiffe. Und wir schlagen dieses Spiel vor, weil es aggressionsableitend ist und niemandem wehtut. Ja, man kann damit Kriege ohne Panzer entscheiden. Also, wir können uns jetzt vorstellen, du bist... Ja, sagen wir so, der Bundeswehr bliebe ja auch nichts anderes übrig. Ja, genau. Ja, selbst wenn. Ich muss auch gleich sagen. Ja. Ja,
Selbst und mit diesen AWACS, das wird auch noch kompliziert. Dürfen deutsche Soldaten da drin sitzen? Dürfen sie mitfliegen? Dürfen sie, sagen wir mal, Getränke bringen für andere, die da mitfliegen oder so? Wo ist deutsche Beteiligung? Da hat der Kanzler sich jetzt mit Künstlern getroffen, habe ich gelesen heute. Ja, genau. Die haben sich selber eingeladen. Ja, die Künstler haben sich eingeladen. Wer war alles da? Klaus Steck, Günter Grass natürlich, aber der wohnt ja, glaube ich, beim Kanzler, oder? Wolfgang Niedecken. Wolfgang Niedecken. Geißendörfer. Ja, Wolfgang Niedecken war auch am Wochenende schon auf einem Schiff hier auf dem Rhein unterwegs gegen den Krieg. Echt? Mit Kölner Künstlern, musikalisch. Ja. Nicht mitbekommen. Ja, ich habe es gesehen. Mhm. So, jetzt positionieren wir die Schiffe, ja? Sollen wir bestimmte Rollen einnehmen? Also du Saddam, ich Bush oder einfach nur so? Nee, Moment, ich kann im Auftrag des Kanzlers sprechen, ja? Der Kanzler hat gewarnt davor, diesen Konflikt zu personalisieren. Ja, klar, okay. Sagen wir mal so. Wir machen so. Du bist gut, ich bin böse, ja, und da können Sie sich zu Hause raussuchen, mit wem Sie das verbinden wollen. Ja, verstehst du? Ja, ich weiß ja gar nicht, ob wir zum Beispiel via Satellit wir im Irak nicht viel mehr gesehen werden als in den USA. Ach, also. Wieso? Ich glaube nicht, das gibt es noch Deutsche im Irak, nee. Und das wieso soll es im Irak keine Deutschen geben? Ja, weil das Auswärtige Amt bestimmt schon gesagt hat, kommt mal alle hier hin. Mit Sicherheit nicht. Wir haben doch diplomatische Beziehungen zum Irak. Der Irak hat doch eine Botschaft in Berlin, oder nicht? Ja, aber das gehört bestimmt zu den Ländern, wo jetzt keine Pauschalreisen mehr stattfinden. Weiß ich nicht. Müssen mal anrufen, bei mir zu Hause. Kumpel, wir sind unter. Das war übrigens früher, wir haben LKW nach Indien gefahren. Türkei durch, ja, da muss man auch wenn sie unser Schlafsack klaut. Und dann durch den Irak. Na klar. Ja, damals. Aber bald ist ja der Irak vielleicht Nachbar von uns. Wenn unsere türkischen Freunde in die EU kommen, das ist richtig. Dann haben wir eine Grenze zum Irak und ich glaube zu Syrien. Ja. Ja. So, brauchen wir da einen Pass, wenn wir da rüberfahren? Also in die Türkei nicht, aber nach Irak? Ja, natürlich in der Türkei kein Pass. Das sind ja dann Europäer wie wir. Ja, eben. Aber wenn ich von der Türkei dann in Irak rüberfahre, zum Bummeln oder so, brauche ich da einen Pass? Ja, klar. Ja. Du brauchst heutzutage ja auch noch einen Pass, wenn du von Deutschland nach Polen zum Bummeln fährst. Ja, hast du schon gemacht? Ja, ja. Du warst in Polen bummeln? Ja. Wann? Jetzt also am Ende unserer Winterpause. Ach was? Ja, ich war in Berlin, dann dachte ich, auch fahre ich doch mal Frankfurt-Oder gucken und mal schnell rüber. Ja? Über die Brücke, war faszinierend. So dicke Eisschollen in der Oder. Naja, und ich habe, und dann war ich bummeln. Ja, dann hast du was gekauft? Nö. Nur rumgelaufen? Ja. Ja, wie ist das so? Naja, so. Ja, was? Ja, so wie im Ostblock halt, ne? Es gibt ja keinen Ostblock mehr. Ja, aber so 15% wie? Wirtschaftswachstum Polen. Ja, ich weiß. Ja? Ja. 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 Vergleich mal zum Beispiel deine polnischen Festverzinslichen mit Infineon-Aktien. Und dann frage ich mir, wer ist das Beitrittsland? Ja. Ich positioniere meine Schiffe mit System. Ja? Ja, ich habe nämlich einen Bericht gesehen in der ARD im Urlaub, der hieß 20 Minuten bis Bagdad. Du weißt, für die Schiffe, die darfst du nicht so, also nicht so darfst du die aneinanderlegen, ne? Nee, darf man nicht? Nee. Warum nicht? Nur so, also nicht so, sondern nur so, über Eck. Also das ist gemein, sonst kannst du ja einen großen Klump legen, man weiß gar nicht, wo die Schiffe anfangen und aufhören. Ja. Sehr realistisch. Ich habe einen Bericht gesehen, der hieß 20 Minuten bis Bagdad über den Flugzeugträger Abraham Lincoln, auf dem sich die Damen und Herren vorbereiten. Das ist faszinierend, wie so ein Flugzeug da landet auf dem Flugzeugträger. Muss in so eine Stahlseil rein und dann wurde geübt. Immer mit High Five und so, sehr cool alles. Well, I'm my country and we're all here, right? Man, I want to live safe and freedom. Das war sehr interessant. I want to agree. Wann bist du denn fertig? Aber sonst, also ich darf nur nicht so auf den Klumpen, ja, aber sonst kann ich sie legen, wie ich sie will, ja? Ja, ja, klar. Ja. Ich gucke jetzt mal nicht hin, wo du sie hinlegst, sonst ist das ja einfach für mich. Ja, ja, klar. Weil du siehst doch meine Handbewegung, wo ich sie hinlege, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, klar. Fertig, Chef? Natürlich!
Okay. So, hier auf dieses kleine Zettelchen schreibe ich mir dann auch, wo ich bei dir was getroffen habe, ja? Ja, genau. Oder auch nicht. Und die roten sind... Ja, das markierst du meine Treffer oder Nicht-Treffer. Die roten sind Wasser und die mit den Sternen sind, wenn ich einen bei dir getroffen habe. Nein, wenn ich einen bei dir getroffen habe. Und die roten sind meine bei dir. Nein, es ist... Die Dinger, die du hast, sind alles meine Treffer oder Nicht-Treffer. Ja. Die markierst du bei dir. Das deine Treffer oder Nicht-Treffer markierst du hier. Okay. Alles verstanden? Okay, der Böse fängt an. My family live in freedom. Mom and Dad, I haven't seen my family for 2 years now. So, die Leute sind ja viel weg auf so einem Flugzeugträger. Ja, klar. Aber du fängst an. Waren wir eigentlich auch eingeladen beim Kanzler? Nein. Die haben sich doch selbst eingeladen. Wir haben uns ja nicht zum Kanzler eingeladen. Ja, aber der Kanzler hat diese Anzeige gegen die Märkische Oder-Zeitung zurückgelesen, zurückgezogen. Ja. Er geht es gegen den Journalisten direkt, der das geschrieben hat. Ja, genau. Ja. So, jetzt geht's aber los. Schluss jetzt mit Politik. F. 4. F4. Ja. Wasser. Ach so, wenn man Treffer hat, darf man noch mehrmals. Ja. Aber das war ja kein Treffer. Nee, war ja Wasser. Ja, eben. Gut, B2. Bist du dann gleich wieder zurückgefahren aus B2? Wasser. Bist du gleich wieder zurückgefahren aus Polen? Ich bin gleich wieder zurückgefahren. Nichts gegessen, nichts? Doch, gegessen, ja. Sehr gut gegessen. Ja? Für 5 Zloty, das sind umgerechnet 1,25 Euro, so eine dicke Hähnchenkeule mit Gewürzgurken. Gut geschmeckt? War viel Fleisch dran. Ja, was trinkt man da dazu? Ein Lech oder ein, also es ist ein Bier, ein polnisches. Und das andere hieß Rywysry mit ganz vielen Zs, hab ich vergessen. Und das eine Bier heißt Lech, so wie Lech war Wawrantia? Ja, ganz genau. Ja. Ja. Wer ist dran? Was? Du musst B2, das Ding da, das Pappteil da drauf. Danke. Pappen, ja. Spiel Danke. Doch mit, Helmut. Du könntest doch... Ich wollte dir doch nur helfen. Darf Helmut für mich das eintragen? Mir ist es zu anstrengend immer hier so. Dann geht das ich nicht. Ich schaff das schon. Wer ist dran? Du. F6. Wasser. Ich nehme I9. Treffer. Nein, Wasser. Also I9 ist Wasser. I9 ist Wasser. Okay. C7. Treffer. Ja. Yeah. C6. Wasser. Dann nehme ich doch mal I8. Treffer. H8. Treffer. G8. Wasser. Du musst aber auch sagen, wenn versenkt ist, ne? Ja, ja, klar. Mach ich dann. Aber ist noch lange hin. Ist das der fette Sechser oder was? B7. B7 Treffer. D7. Treffer. A7. Treffer versenkt. Ja, da bin ich ja noch mal dran. Ja. E8. Ach, Chris ist jetzt auch eingesagt, oder was? Na, wieso? Entschuldigung. Ja. Da du mich vorhin wieder darauf hingewiesen hast, wie die Schiffe liegen dürfen, dachte ich mir, du hast doch bestimmt gleich mal eins über Eck gelegt. Ja? So, E8, F8. Treffer versenkt. Nicht weinen, Herr Struck. Also zählst du jetzt Herr Struck zu der Seite der Guten? Ja. Und der hat jetzt 2 Schiffe verloren? Nein, wir haben doch gar keine Schiffe im Einsatz, hätten doch gar keinen in diesem Konflikt. Wir haben ja Rollen der Labors. Okay. Ja. Und Stewards in AWACS, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und die Bevölkerung muss, glaube ich, das Licht anlassen nachts, wenn Frischmilchtransporter uns überfliegen, damit die den Weg finden. Also wenn irgendwie so Brotaufstrich oder Nüsschen oder sowas runtergebracht werden, dass man da abends mal das Licht im Garten anlässt, damit einfach Überfluggenehmigung heißt das. Ja. Also das wird auch gemacht, ja? Aber sonst nichts. Null aus. Dazu ist das Thema auch zu ernst. Deswegen treiben wir mit dem notwendigen Ernst. So, die nächste kriegst du reingesammelt bei H5. Wasser. So, K8. Mhm, Treffer. Aber noch nicht versenkt. Nein. Na, dann weiß ich ja, dann macht das schon mal H7, I7 und K7 klar. Donnerwetter, versenkt. Du bist noch mal dran. Ja, ich weiß, ich weiß. Du hast auch einen auf Eck. Pass auf, G6. Das soll ein Schiff von mir sein? Ja. Nein. Wasser. Da ist aber sowas von Wasser. Ja. D3. D3. D3, spreche ich undeutlich, oder wie? Nee. Ja. Das sagst du, um Zeit zu gewinnen. D3. Wasser. Du bist dran. Ja. Weißt du, ich habe ja gerade gesagt, dann bist du dran. H2. A2? H. Harald Helmut 2. H. H2. Nee, weiter. Jetzt bist du dran. Ich schon kapiert. D5. Wasser. Dann versuchen wir es doch mal mit F4. Wasser. Okay, also in der Nähe ist was. Ja, da ist was in der Nähe. So wie vielleicht bei dir, bei G2? Nö, ist Wasser. F5. Wasser? Na, natürlich. I8. Treffer. Ja. I6. Hä? Ah, nee, entschuldige mal. I7. Wasser. Okay, dann aber jetzt G4. Treffer. Ja. Und dann bestimmt auch G5. Ja, leider nicht. H8. Treffer. Mhm. K8. Treffer. Ja. Und auch H bis K9. Ja, Treffer versenkt. Danke. War doch ein Fehler, dass ich Kriegsdienst verweigert habe. Ja, man hat so gewisse Talente. Oder? Das ich sehe das schon, ja. Ja. Eines Tages wirst du gefragt werden, was hast du aus deinen Talenten gemacht? Dann muss ich sagen, Schiffe versenken gespielt. Du bist weiter dran. Ich bin weiter dran und ich würde sagen C2. Wasser. Jetzt geht's aber los, Chef. H4. Na, Wasser. Oh. E3. Wasser. So, ja, gut. G3. G3, ja. Treffer. G2. Treffer versenkt. H5. Wasser. Okay. I3. Wasser. Zimmer. C8. C8, Wasser. B9. Treffer. Du bist schon sehr lang zur See jetzt, oder? So, Treffer. Es war eher ein enttäuschtes. Torpedo. Treffer.
C9. Treffer. D9. Treffer. A9. Treffer versenkt. Yes! Zwei Vierer habe ich jetzt versenkt. Ein Zweier. Das heißt ein Dreier. Den Sechs habe ich auch schon. Du hast noch einen kleinen. Nee, ich habe noch drei Dreier. Drei Dreier. Uh-huh. B3. Wasser. D7. Wasser. H4. Wasser. D5. Wasser. Och nee. D4. Wasser. A4. Wasser. B5. Wasser. D3. Wasser. Ach nee. G6. Bitte? G6. Was? Gustav 6. Treffer. Heinrich 6. Wasser. E9. Natürlich Wasser. Gustav 7. Treffer. Gustav 8. Das geht doch gar nicht, Wasser. Ach so, das geht nicht, stimmt, ja. Okay. B6. Oh, Treffer. Hey, B5. Wasser. Gustav 5. Treffer versenkt. Noch zwei Dreier. Mhm. Friedrich 3. Wasser. C6. A, B, C, 6. Wasser. Emil 10. Treffer. Du hast aber sehr schnuckelig alles aufgebaut. Ja? Das war eine super Taktik, alles auf die rechte Seite schon zu falsch, alles falsch. Friedrich 10. Ja. Und Gustav 10. Ja, alles klar. Fantastisch. Ein Dreierchen noch? Ein Dreierchen. Ja, das bombe ich dir jetzt gleich weg. Inge 4. Wasser. B7. Treffer. B8. Treffer versenkt. E2. Wasser. Anton 4. Och, Wasser. I3. Treffer. Haha, siehste. I4. Treffer. I5. Wasser. Dora 2. Wasser. I2. Treffer. I1. Treffer versenkt. C1. Wasser. Emil 5. Wasser. So, jetzt habe ich dich aber. Ja. D1. Scheiße, Wasser. Kurt 4. Du darfst nochmal. Kurt 3. Wasser. Mhm. Ah ja, E4. Treffer. E5. Treffer. E6. Treffer versenkt. F10. Treffer. Wie viel hast du eigentlich noch? G10.
Wasser. Ich habe noch einen Vierer und einen Zweier. Okay. Kurt 5. Treffer. Kurt 6. Treffer versenkt. Ausgewonnen. Ja, fantastisch. Kein Triumphgeheul bei mir. Das Böse hat gesiegt. So hast du dich definiert. Ja, ja, stimmt. Tja, aber das lässt sich ja nicht so auf die Wirklichkeit übertragen. Nein. Kein Triumphgeheul, wichtig. Immer so gewinnen, dass der Verlierer wieder aufstehen kann. Alte Schlachtenregel. Danke. Ja, das heißt, wir müssen uns jetzt auch die Clausewitz-Bücher besorgen. Da wird immer Bezug drauf genommen. Und noch wichtiger, Alexander der Große. Ja. Wird jetzt auch verfilmt von Hollywood, habe ich gelesen, mit Leonardo DiCaprio. Und Hitler wird auch verfilmt von der CBS. Wirklich? Ja. Als Movie? Ja, so als vierteiliges Movie. So wie Napoleon? Mhm. Von Amerikanern? Mhm. Auch Deutsche mit dabei? Nein. Nein. Hoffentlich wird das eine historisch korrekte Darstellung, oder? Nicht, dass die damit Rücksicht auf die Werbung immer so einen Cliffhanger machen. Ja. Vor jeder Werbung. Was ein Cliffhanger. Ja, aber dass halt irgendwie besonders spannend wird oder so, dass du sagst, haben Sie das irgendwie gesagt? Ich putze mir noch rasch die Zähne, Eva, dann komme ich. Damit der Zuschauer auch dran bleibt. Gibt es heute im ZDF eigentlich ein paar Schlachten oder sowas? Weil es ist ja kein Tag jetzt mehr ohne Stalingrad oder Bombenangriffe oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Obwohl, gestern habe ich einen Nachmittag, was sehr interessant ist, im ZDF gesehen, über Sex von Anacondas. Und wie geht der? Fantastisch. Das Anaconda-Weibchen hat mit bis zu 12 Partnern gleichzeitig Sex. Und die kleinen Anacondas leben teilweise nur 5 Minuten. Ach. Ja, die Anaconda-Mutter kümmert sich nicht mehr um das kleine Anaconda-Schlängelchen. Und es hat sich weggeschlängelt und direkt einem Kaiman ins Maul. Der lag nur da. Ha. Hm. Oh. Wie hat die Schlange mit 12 Männern gleichzeitig Sex? Das ist ein richtiges Knäuel. Und es war Petro, er hieß Petro, der Schlangenexperte, der ging barfuß durch so ein sumpfartiges Gebiet, um die Schlange spüren zu können an den nackten Füßen. Und dann hat er sie gepackt. Toller Pedro. Ja, toller Pedro. Und weißt du, wie Pedro es schafft, die Schlange ruhig zu kriegen für den Transport? Ich schwöre dir, er hat fünf Anacondas einfach so hinten reingeschmissen in sein Kleinlaster. Und weißt du, wie er schafft, dass sie einigermaßen ruhig bleiben? Macht Musik an. Nein, er stülpt ihnen einen alten Socken über den Kopf. Gürtel drumherum. Und dann liegt die Anaconda mit dem alten Socken auf dem Kopf. Ja, und weiß nicht mehr, wo sie ist. Dann wird sie markiert. Mit einem kleinen Sender und geht wieder raus. Und so kann man das Leben der Anaconda verfolgen. Geil. Toll, ja. Oder? Mit der Anaconda auf Du und Du. Im ZDF. Gestern Abend, meine Damen und Herren, mit Riesenerfolg gestartet die zweite Staffel der Serie Edel und Stark, ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis. Die Hauptdarstellerin heute Abend bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Rebecca Emanuel. Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg. Dein erster Auftritt hier bei uns, das war kurz vor dem Start der Serie, ja? Mhm. Und wir haben alle mitgezittert, weil es war damals natürlich auch für Sat.1 sehr wichtig, insgesamt, dass die Serie funktioniert. Und dann dieser bombastische Erfolg. Ja? Warum ist die Sendung so viel erfolgreicher als andere? Weil sie einfach gut ist. Besser! Oder? Gute Bücher? Nein, sie ist einfach, ich sag mal, sie ist von vornherein, also vom Anfang bis zum Ende, ein ganz rundes, gutes Produkt. Ja. Und es macht total viel Spaß, das herzustellen und es macht total viel Spaß, das sich anzugucken und das reicht dann, glaube ich, auch. Ja, gut, aber ich meine, viele haben ja Spaß und nur 3 Folgen und dann wird er abgesetzt oder so, der Spaß. Nein, ja? Aber ich meine, ich sag mal, das ist ja nun wirklich schon, also das hat ja was mit Klasse und mit Professionalität und sind mit Können zu tun. Es sind doch auch wirklich gute Bücher. Das sind fantastische, ja? Bücher. Weil man hat oft so Schauspieler zu Gast, der sagt, ja, diese Bücher und so, wir mussten dann selber rumschreiben und dann fängt es ja an, nee, richtig kaputt zu werden, wenn Schauspieler selber schreiben. Ja? Nein, ich meine, wenn sie Bücher schreiben, oder? Würdest du dir zutrauen, ein Drehbuch zu schreiben? Nee, also das ist auch nicht Das ist ja eine Kunst für sich. Ja. Ja?
Wirst du angesprochen auf die Serie auf der Straße? Ja, das wundert mich immer, weil ich sag mal, privat sehe ich ganz anders aus als jetzt. Und wenn ich dann im Supermarkt irgendwie vor den Grußkarten stehe oder so und dann irgendjemand kommt und sagt, Sie spielen noch die Anwältin, und dann denke ich mal, mhm. Dann wollen die Autogramme und so, ist aber ganz nett so. Ja? Ja. Oder wenn man zum Beispiel bei, achso, ich mache ja keine Werbung, also bei irgendeinem Elektro-Großhandel ist und sich seine CDs besorgt. Bei Saturn oder bei Mediamarkt? Bei WOM. Bei WOM? Ja. Ah. Also wenn man da halt steht und man denkt, wow, super, keiner hat mich erkannt, cool und so mit meinem Schlabberlook. Und ja, und am Ende, wenn die Verkäuferin die Tüte überreicht, dann sagt sie, und wie geht's weiter, wann küssen Sie sich, es ist ja so toll. Wann... Also das ist schon aufregend. Ich wünsche mir, dass ich das auch mal gefragt werde mit Herrn Andrade. Aber wisst ihr, es ist ja auch sozusagen, man kann nicht sagen, die Hauptspannung, also ein ganz entscheidendes Element, ja, also wie das zwischen euch beiden sich entwickelt. Und tut sich da mal was? Oder? Oh ja. Ja? Ja. Aber das darf natürlich nicht verraten werden. Nein. Nein. Noch in dieser Staffel? Ja. Gegen Ende der Staffel? Ich sag jetzt nichts mehr. Ja, wahrscheinlich so, dass die Staffel dann so endet, dass man sehr neugierig drauf ist, wie die dritte Staffel weitergeht, oder? Ja. Ist ja schon beschlossen, dass es weitergeht? Also ich sag mal, alle sind guter Dinge und ja. Das entscheidet sich aber nächste Woche. Nächste Woche? Ja, nächste Woche. Aber doch mit Sicherheit, oder? Wo dreht ihr das denn? Wir drehen das in und um Berlin. Aha. Und die Produktionsfirma weiß auch noch nicht mehr? Naja, also ich sag mal, ich können wir nicht eine Anfrage machen, ich meine. Wie war dein Urlaub? Super! Ja, super. Ich habe mich zum ersten Mal richtig erholt. Ich wusste gar wirklich? Nicht, ja, ich wusste gar nicht, dass Urlaub so erholsam sein kann. Ja? Wo ja. warst du? Also dieses Mal war ich auf den Seychellen. Oh. Ja, 4 Wochen lang. Das war echt super. Was macht man da? Tauchen? Nein, man fährt Rad. Also es gibt ja so verschiedene Inseln und die bieten verschiedene Sachen. Und wir haben auf einer sehr kleinen Insel angefangen und sind da viel Rad gefahren und geschnorchelt, sind irgendwie, haben Urwaldtrekking gemacht und so. Aber ist das nicht so, ist das nicht voll so mit so abgehalfterten Fußballspielern und so, diese Insel? Sind da nicht so, machen nee, da nicht so? Nee, da sind unheimlich viele Pärchen. Also, ja? Ja, sehr, sehr viele. Aber nicht Fußballspielerpärchen, ne? Also sind da auch, also Seychellen ist doch Indischer Ozean, oder? Ja. Ja. Wohin fliegt man da? Man fliegt auf diese Seychellen nach Mahé. Mahé. Und von dort geht es mit so kleinen Wasserflugzeugen weiter? Genau, oder mit der Fähre, je nachdem, worauf man Lust hat. Und wie bist du, mit der Fähre oder mit dem Wasserflug? Sowohl als auch. Ist das ein mulmiges Gefühl in so einem Wasserflugzeug? Nein, außerdem ist das alles so faszinierend schön. Also ich sag mal, dadurch, dass da erst seit 230 Jahren Menschen leben, ist die Natur noch sehr rein und heil. Und zum Beispiel das Trinkwasser da schmeckt unglaublich süß. Also man denkt echt immer so, hat mir jemand Zucker ins Glas getan? Also unglaublich. Ein Paradies? Ja, ein echtes Paradies. Und man fliegt Frankfurt, Mahé? Nee, man fliegt Berlin, Paris, Mahé. Aha. Hat das mal zu Frankreich gehört? Ja, die Franzosen waren die Ersten, die das als ihre Kolonie erklärt haben. Und dann haben sie es irgendwann an die Engländer abtreten müssen. Aber die haben ein Seerecht. Also die werden ziemlich viel von anderen Industrienationen beschenkt. So mit Druckkammern für die Taucher, die irgendwie Probleme gehabt haben. Oder mit irgendwelchem Krankenhausequipment, damit sie Teil der Fang- und Seerechte bekommen. Weil das erstreckt sich, glaube ich, bis an die Malediven, also ziemlich weit. Also es ist unglaublich. Und das Wasser ist so ganz türkis und so. Wie sieht das so aus, wie man es in den Prospekten sieht? Man sitzt irgendwie oben am Berg. Also was heißt oben am Berg? Aber so 200 Meter weit, na 100 Meter. Ich bin nicht so gut mit den Entfernungen. Also 100 Meter ungefähr, man sitzt in seinem Restaurant, Frühstück, dann sieht man unten die dicken Fische schwimmen im Wasser, weil es so klar ist. Und auch diese Farben. Ich wusste nie, dass es so viele Türkis- und Blautöne gibt. Also unglaublich. Wie lange fliegt man da, Paris, Mai? 9 Stunden. Aha. 9 Stunden. Ist das Linie? Nee. Nee. Oder warte mal, naja, doch, ich glaube schon. Voll mit Franzosen dann der Flug? Auch. Wie verhalten sich eigentlich Franzosen in so einer Chartermaschine oder so? Also es gibt Themen, die würde ich gerne überspringen, weil wieso? Ich sag mal, da habe ich meine ganz eigene Meinung zu. Warum? Weil ich morgen feiern wir hier 40 Jahre Élysée-Vertrag, aber sag mal so, sind Sie schlampig? Schmeißen Sie wieso in den Nesseln? Naja, weil ich sag mal, ich habe da Silvester gefeiert und was ich da gesehen habe, da habe ich echt nur gedacht. Oh Mann. Wo hast du Silvester gefeiert? Habe ich gedacht, jetzt weiß ich auch, warum ich mit dem Französischlernen immer so viel Schwierigkeiten hatte. Wo hast du Silvester gefeiert? Naja, da, aber... In Frankreich? Ja, nein, auf den Seychellen, aber da sind eben sehr viele... Oh Mann, wenn ich das sage, kriege ich nie wieder einen Job in Frankreich. Na, wieso denn? Werfen die alles weg? Nein, nein, aber die haben so eine ganz andere... Also ich sag mal, ich will ja nicht sagen... Na, ich will ja nicht sagen, dass ich prüde bin, aber ich meine, die sind wirklich anders. Ja, was heißt, Sie gehen nackt einkaufen? Nein, aber ich sag mal,
Ja, du bist nicht prüde, aber die Franzosen sind anders. Sie rammeln den ganzen Tag. Nein, aber so wie sie, ich sag mal, wie sie sich anmachen. Also. Anmalen? Nein, anmachen. Ich meine, weißt du, also ich meine, wissen die. Naja, so baggern halt. Man wird permanent angebaggert. Nein, da hatte ich keine Probleme mit dieses Mal, nee. Aber wenn man das so beobachtet, wie so andere Menschen so auf andere Menschen zugehen und dann so, dann denkt man so, oh Mann. Also ich hoffe, ich werde nie so, wenn ich alt bin. Geile alte Franzosen sind auch. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Ja. Wobei man da sagen muss, die geile alte Deutsche auf Campingplätzen sind noch schlimmer. Ja, okay, da kenne ich mich. Ja, da kenne ich mich wieder gut aus. Ja. Das Schlimmste sind so FKK-Campingplätze, wo das Wetter leicht bewölkt ist, wo dann Deutsche nackt rumrennen mit einer Pudelmütze auf. Okay. Ja? Ja, das verstehe ich. Habe ich auch schon erlebt und so. Mhm. Und dann setzen sie sich auf so einen Barhocker und dann gibt es so ein Geräusch, wenn sie aufstehen, von diesem Kunstlederbezug. Oh, nee. Ja. Mhm. Weil es so ein bisschen mit dem alten Gesäß verklebt. Ja, ja. Aber dann haben Sie ja so ungefähr so ein Gefühl dafür, wie das hätte sein können, Silvester. Hm? Ja, also wie gesagt, das war Silvester. Mhm. Ja? War das die Hälfte des Urlaubs ungefähr? Ja. Mhm. Jetzt geht es weiter mit den Dreharbeiten. Sind die eigentlich sehr anstrengend? Also wenn es weitergeht, dann ist es, ja, das ist anstrengend. Aber ich habe ziemlich viel dazu gelernt, weil ich habe ja schon ein Jahr gemacht und war da sehr sportlich engagiert und habe gedacht, wow, als Karrierefrau in deinem Alter und so, um fit zu sein, musst du unheimlich viel Sport machen. Und dann hatte ich einen Kreislaufzusammenbruch und das war dann nicht so gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, in der zweiten Staffel wird alles anders. Und es wurde anders. Und ich habe dann eben mich in die Badewanne gelegt, nicht wahr? Ich habe dann ab und zu meinen Schnaps getrunken. Bei den Dreharbeiten oder wie? Nein, danach. Ja. Und dann, oder ich habe mal Barbara Cartland gelesen oder so. Also richtig entspannende Sachen. Und meine Familie wusste auch, eine Stunde ist Rebecca so für sich und dann steht sie wieder zur Verfügung. Das ist wichtig, ja. Dass die Familie weiß, man braucht einfach so 10 Stunden am Tag für sich. Weil wenn dann in die Badewanne... Und danach? Ja. Also, und das hat super geklappt. Also man sieht es dir auch an. Du siehst dir blendend aus. Oh, danke. Voller Erfolg. Auch wissend, was das Alter in der Liebe bereithalten kann auf den Seychellen. Wir drücken sehr die Daumen und ich bin absolut sicher, ich sag mal toi toi toi, dass das weitergeht, weil die Serie ist so erfolgreich und kommt so gut an. Es gibt überhaupt keinen Grund, auch nur dran zu denken, dass es nicht weitergehen könnte. Okay, danke. Ja? Rebecca, Manuel, schöne Grüße an die Kollegen. Danke dir, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja? Dankeschön, meine Damen und Herren, gute Nacht. Tschüss.